In diesem Video geht es heute um das Quadrat, und zwar die Eigenschaften, die Konstruktion und auch den Umfang des Quadrats. Prinzipiell hat ein Quadrat einmal vier Ecken und die vier Ecken werden beschriftet, und zwar gegen den Uhrzeigersinn und normalerweise links beginnend mit A, B, C und dann D. Die speziellen Eigenschaften des Quadrates sind, das Quadrat hat vier gleich lange Seiten. Die Seiten werden normalerweise mit S beschriftet. Es kann aber auch sein, dass die Seiten mit A, B, X oder Y beschriftet sind. Ein Quadrat hat dann vier rechte Winkel, in jedem Eckpunkt einen. Und ein Quadrat hat zwei gleich lange Diagonalen. Die Diagonalen stehen im 90-Grad-Winkel aufeinander, also auch rechtwinklig, und sie halbieren einander in der Mitte. Und das ist bei jedem Quadrat genau gleich. Somit hätten wir die Eigenschaften schon erledigt vom Quadrat. Und als nächstes kommt die Konstruktion. Du beginnst mit einer ganz normalen Geraden und suchst dir dort einen Anfangspunkt. Ich habe den gleich A getauft für die erste Bezeichnung vom Eckpunkt. Dann brauchst du deinen Zirkel, stichst ein in den Punkt A und schlägst einmal die Quadratseitenlänge ab. Dann haben wir hier einen Eckpunkt B. Als nächsten Schritt nimmst du dein Geodreieck, legst es im 90-Grad-Winkel an beim Punkt B, ziehst eine Gerade, machst das gleiche dann auch noch beim Eckpunkt A, dazu müssen wir das Lineal umdrehen, dass das Ganze genau wird. So. Und dann können wir das Geodreieck mal kurz beiseite legen. Dann brauchst du wieder deinen Zirkel, stichst in den Punkt A ein und schlagst die Seitenlänge des Quadrates hier ab. Das gleiche machen wir auch vom Eckpunkt B aus. Einstechen und abschlagen. Den Zirkel können wir dann beiseite legen. Dann kommt wieder das Geodreieck zum Einsatz und wir brauchen nur mehr die zwei abgeschlagenen Punkte verbinden. Und schon hast du das Quadrat. Wie du es eh schon aus dem Unterricht kennst, mit der SmartBoard-Software ist das genaue Zeichnen manchmal etwas schwierig. Deshalb entschuldige bitte meine unsaubere Konstruktion. Wir müssen es noch fertig beschriften. Eckpunkt C und in Eckpunkt D. Somit hätte man das Quadrat konstruiert. Je nach Angabe kann es auch noch notwendig sein, dass du die Seiten beschriftest mit S, 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 rechte Winkel einzeichnest oder Diagonalen einzeichnest. Wir sparen uns das allerdings jetzt hier und schauen lieber weiter, wie man den Umfang von so einem Quadrat berechnet. Die Eigenschaften haben wir erledigt, die Konstruktion haben wir erledigt und eben wie gesagt jetzt noch der Umfang. Der Umfang des Quadrats setzt sich zusammen aus den vier Seiten. Wir haben eine Seite S, eine zweite Seite S, eine dritte Seite S und eine vierte Seite S. Und nachdem die alle S heißen, sind die auch gleich lang. Um das etwas zu verdeutlichen, machen wir das Quadrat jetzt zusammengesetzt aus Streichhölzern. Wir haben vier Streichhölzer, die vier Streichhölzer sind gleich lang. Und die legen wir jetzt einmal nebeneinander auf und schauen uns das Ganze an. Wir haben also hier das erste Streichholz, das zweite Streichholz, das dritte Streichholz und das vierte Streichholz. Das sind also die Länge S plus die Länge S plus die Länge S plus die Länge S. Und dir wird sicher schon aufgefallen sein, dass man das viel, viel, viel einfacher schreiben kann als S plus S plus S plus S. Und zwar machen wir da einfach daraus 4 mal S. Und das bedeutet jetzt für uns, dass der Umfang von so einem Quadrat viermal die Seite ist und die Formel, die du dir dazu merken sollst, ist U ist gleich 4 mal S. Das ist die Formel für den Umfang des Quadrates und die wirst du die weiteren Jahre bei uns in der neuen Mittelschule immer wieder brauchen. Jetzt möchte ich dir das nicht nur erklären, sondern natürlich auch mit dir ein Beispiel rechnen. Und da hätten wir das Folgende. Berechne den Umfang des Quadrates, Seitenlänge ist 4,5 cm. Dann schreiben wir als erstes einmal die Formel auf. U ist gleich 4 mal S.
Und dann setzen wir in die Formel unsere gegebene Seitenlänge von 4,5 ein. U ist gleich 4 mal 4,5. Manche von euch werden das jetzt ganz einfach im Kopf ausrechnen. Ich schreibe trotzdem noch eine Nebenrechnung her. 4 mal 4,5. 4 mal 4 sind 16. 5 mal 4 sind 20. 0, 8 und 1. Nicht die eine Dezimalstelle vergessen. Das heißt, unser Umfang ist 18 cm. Und somit hätten wir es eigentlich das Quadrat durchbesprochen. Die Eigenschaften des Quadrates, wie man so ein Quadrat konstruiert und als letztes auch noch, wie man den Umfang von einem Quadrat berechnet. Ich hoffe, ich konnte dir das wieder halbwegs deutlich erklären. Ansonsten wie immer, Fragen bitte im Unterricht. Erledigt haben wir alles zum Thema Quadrat. Jetzt viel Spaß beim Lösen der Aufgaben und wir sehen uns in der nächsten Mathematikstunde.